Hallo meine Lieben, hallo YouTube, willkommen zu diesem neuen Video und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es das Bilderlotto für November, oder doch das Bilderlotto, den Bilderlotto, das Bilderlotto für den November. Ich bin ein bisschen spät dran, ja, ich hatte wirklich noch gar keine Zeit gefunden, weil meine Mama ist nämlich umgezogen und da habe ich halt viel mitgeholfen beim Packen und Auspacken und Umzug und ja, deswegen kam ich da auch gar nicht wirklich zu und auch nicht so wirklich zum Painten, aber dann doch, also ich habe schon ein bisschen was geschafft. Ja, ich werde es euch einfach zeigen und Leute, ich muss euch gestehen, dass ich ein paar Bilder angefangen habe. Drei davon sind aber Kooperationsbilder und die zähle ich sozusagen nicht mit. Also zwei von den dreien habe ich schon angefangen. Ja, zähle ich wie gesagt nicht zu meinen, also die kommen nicht in meine Challenge mit rein. Ja, dann musste ich jetzt, weil ich ja nur noch Kohlen habe bis 49, habe ich mir jetzt hier diese Perlen geholt mit Buchstaben. Ja, ich werde jetzt den Bildern Buchstaben geben, den neuen. Und ein neues Säckchen habe ich auch. Und dann kommen dann quasi da die Buchstabenbilder rein, sage ich mal. Und ja. Ja, also es ist wirklich, es sind viele geworden, aber ja, ich musste einfach. Und es werden auch noch welche angefangen werden. Auf jeden Fall eins von Diapop, das ist ein Mystery von einer Numixi und ich habe noch keine Numixi und ich habe mir jetzt eine normale quasi geholt aus dem Shop und die Mystery Numixi und ja, die kommen Ende November, sollen die wohl ankommen. Und ja, dann habe ich mir noch zwei Bilder von meinen Bildern bestellt, also weil die liebe Diana auch von Diapop hat jetzt meine AI-Bilder in ihrem Shop aufgenommen. Ich habe sie ihr kostenfrei zur Verfügung gegeben. Also ich habe, ja, ich bekomme davon nichts von den Einnahmen. Und ja, ich wollte einfach meine Bilder euch zur Verfügung stellen, falls ihr sie mögt. Und schaut da gerne vorbei. Ich werde auf jeden Fall ihren Shop hier einmal verlinken und halt meine Seite, also ja, da ist auch ein kleiner Text, das heißt kleiner, ist schon ein bisschen größer, ein bisschen länger, aber wie ich so dazu gekommen bin und ein bisschen was über mich an sich. Und ja, da werde ich auf jeden Fall auch ein Bild anfangen, weil ich die neue Qualität von Diapop testen möchte. Ich habe jetzt diesen Monat eins angefangen, aber das ist aus der, wie soll ich sagen, aus der Übergang. Aus dem Übergangs, von dem Übergangsanbieter sozusagen. Also nicht der alte, aber auch nicht der neue. Das ist so ein Mittelding gewesen. Und aber auch da sind die Steine Hammer. Also ich zeig's euch gleich. Ja, das ist sozusagen mein Halloween-Bild, aber es ist eigentlich kein Halloween-Bild in dem Sinne, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und genau. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal das, was ich alles gepaintet habe. Und gebe dann den Bildern ihre Buchstaben. Also ich habe jetzt auch keine richtige Reihenfolge, wie ich euch die Bilder zeige. Ich zeige sie einfach, wie sie jetzt hier bei mir liegen. Und zwar, ich hatte, das habe ich zwar nicht gezogen, aber ich habe einfach unglaublich Lust drauf gehabt. Und zwar auf dieses Mädchen hier. Da hatte ich eine Reihe gepaintet gehabt schon und habe jetzt dann diesen Monat noch die zweite Reihe gemacht. Und ich liebe das Bild, es macht wirklich Spaß. Ich muss es auch unbedingt weiter painten. Aber weil ich gerade an einem Event mitmache und wie gesagt durch den Umzug nicht so viel Zeit hatte zum Painten, ja, habe ich halt noch nicht weitergemacht. Aber also ein paar Haare drauf. Ich liebe dieses Bild. Ab und zu waren so ganz kleine, leichte, ploppende Steine, aber die habe ich runtergedrückt mit diesem Roller, diesen Plastikroller da. Und seitdem ploppt nichts mehr.
Also, ja, es ploppt gar nichts mehr. Ich kann hier einfach überfassen und es passiert gar nichts. Ja, ich finde das total cool, das Bild. Man sieht nicht so viel. Sie hat so eine Maske auf. Na doch, man kann es schon ein bisschen sehen jetzt, wenn ich so ein bisschen so halte. Ich glaube, das Bild ist von Marguerite Morales, aber ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Das habe ich mal aus einem China-Shop bestellt. Keine Ahnung, welcher das war. Aber seitdem ich diese Steine mit diesem Roller runtergedrückt habe, bin ich total zufrieden. Also es ist einfach gar nichts mehr jetzt. Ich kann hier einfach rüberfassen. Oh, da fehlt ein Stein. Oh. Aber der ist nicht rausgefallen, sondern den habe ich wahrscheinlich einfach vergessen. Ja, weil die Steine sitzen super, also muss ich schon sagen. Ja, das Bild ist schon ein bisschen älter, weil, also wo ich es angefangen habe, weil ich habe noch hier mit meinem Backpapier gearbeitet. Ja, das ist das erste Bild. Ich finde es total toll. Ich liebe es. Und ich muss es auch unbedingt jetzt weiter painten. So, dann zeige ich euch ein Bild, was ich mit meiner Freundin Sunny zusammen painte. Und zwar dieses süße Bild hier. Sie hat ein Unboxing auf ihrem Kanal hochgeladen von dem Bild. Und in eckig hat sie es, genau. Und ich habe es mir dann, weil ich es gesehen habe bei ihr, und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich fand das einfach so schön und deswegen musste ich das auch haben. Und ich habe es mir in Rund gekauft und wir wollen das jetzt quasi miteinander vergleichen. Also ja, wie das Rendering ist. Ich weiß auf jeden Fall, sie war ja bei mir Ende Oktober und ich weiß auf jeden Fall, bei ihr sind die Übergänge ein bisschen weicher. Bei mir ist das so ein bisschen comichaft, sozusagen so abgeblockt, sag ich mal. Also bei ihr ist der Übergang ein bisschen schöner, aber meine funkeln irgendwie mehr, hatten wir so das Gefühl. Ja, also ich bin total zufrieden. Das ist von, wie heißt der Shop? MPX? Nee. Oh, keine Ahnung, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Na doch, MX-Part oder so. Ja. Richie! Nein! Mama nimmt ein Video auf. Wir kuscheln später. Ja, also das ist es auf jeden Fall. Das ist ein süßer Elefant. Man sieht natürlich jetzt gerade nichts wegen meinem Abgedeckten hier. Aber das ist so ein kleiner Elefant mit einem Krönchen auf. Und einem kleinen Häschen, was mit einem Kescher die Sterne fängt. Ist das nicht süß? Und ja, da ist mein Coverminder. Den habe ich als Coverminder gemacht. Das war eigentlich ein Anhänger. Ja, also richtig cool. Das Bild bekommt jetzt auch einen Buchstaben. Und zwar das A. Genau, das ist dieses Bild, auch wirklich schön, total süß. Die Farben, einfach alles, es ist einfach wirklich süß. Ja, dann zeige ich euch das von Diapop, mein Halloween-Bild. Und zwar sind das diese süßen Geisterchen hier, Geistermädchen nenne ich sie. Die gibt es jetzt auch im Shop für euch. Ich habe mir die damals personalisieren lassen. Und ja, jetzt gibt es die im Shop für euch auch und mit dem neuen Händler. Ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Übergangshändler. Aber auch da, schaut mal, wie toll die Steine sind. Es ist einfach Hammer. Es sind gar keine Lücken. Ja, die Qualität ist der Hammer.
ja, ich muss unbedingt weiter painten. Und auch das Neue werde ich halt anfangen. Aber auch diese, der Übergangshändler ist auch der Hammer, wirklich. Und die sind Sondersteine bei. Wir haben hier Strass, wir haben also Metallic, Fairy Dust, ABs, ja. Aber Hammer, richtig toll. Also ich finde es total schön. Ich hatte auch ein Unboxing gedreht, aber ich habe es noch nicht hochgeladen. Es ist schon lange gedreht, also schon länger her. Mal gucken, ob ich es irgendwann nochmal hochlade. Ja, vielleicht mit den anderen zusammen, was ich noch auspacken werde und euch zeige. Genau. Das ist auf jeden Fall das von Diapop. Das bekommt jetzt, ich glaube, B. Wobei, D für Diapop wäre auch eigentlich ganz cool. Nee, ich nenne es B. So wie ich es jetzt gezogen habe, der Reihe nach. Ja, total süß, wirklich. Mega niedlich, die beiden. So, dann zeige ich euch das Bild, was ich gezogen hatte letztes Mal. Und zwar mein Babybild. Ja, da habe ich dieses Feld hier gepaintet. Also sehr groß, so. Und dann habe ich das zweite Feld angefangen. Ja, aber wie gesagt, keine Zeit und so. Aber auch hier sind die Steine Hammer. Das ist von Picmondo. Das hatte ich mal vor 2 Jahren personalisieren lassen. Und ja, auch da bin ich total begeistert. Picmondo hat ja so einen speziellen Druck irgendwie. Aber es kommt dann am Ende total toll raus. Schaut mal, wie dunkel mein Gesicht hier so ist. Aber es kommt dann am Ende ganz anders raus. Also ja, Qualität ist der Hammer. Und das ist schon alt, ne? Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Qualität so ist. Ja, da bin ich eigentlich, also gerade dabei. Möchte ich auch gerne weiter painten, weil ich habe damit etwas vor, aber das kann ich jetzt hier nicht mehr erläutern. Ja, das ist das Bild, was ich gezogen habe. So, zeige ich euch jetzt die Kooperation oder mein Geburtstagsbild? Ich zeige euch das Geburtstagsbild. Und zwar dieses riesige Bild. Das habe ich hier gerade ein Unboxing gedreht. Und zwar das letzte. Ja, da habe ich Munimate nochmal getestet. Also, weil ich habe eine Reihe gemacht jetzt, da wo ich für euch Shops aus dem Ausland teste. Und da war dieses Bild halt mit bei. Also, na, das Bild ist ein bisschen störrisch, weil es so groß ist und mein Stativ umkippen könnte, ja. Nee. So, das ist das fertige Feld. Meine Kamera hängt hier gerade auf 7:30. Dann fällt meine Kamera um. ja, das hier ist auf jeden Fall die untere linke Ecke. Es sind runde Steine und ja, ich habe nicht ganz gerade gelegt, sehe ich gerade. Oh. Aber es ist total schön. Es macht total Spaß. Ja, wenn ihr euch das Bild genauer angucken möchtet, dann schaut doch gerne bei meinem Unboxing vorbei. Ich kann das euch jetzt gerade echt schlecht zeigen, weil ich habe die Kamera diesmal ein bisschen anders aufgestellt und irgendwie ist sie nicht ganz so stabil. Ja.
Das ist auf jeden Fall das Bild. Ja, dann zeige ich euch jetzt erstmal mein Eventbild, weil ich mache bei dem Event mit von Perla von Instagram Winter Animal. Genau. Und da wird alle zwei Tage wird da eine Zahl gezogen oder ein Tier. Man hätte auch die Tiere aufkleben können. Wie aus dem letzten Event, Happy Animal. Aber ich habe jetzt die Zahlen genommen. Ja, und da haben wir jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Felder gepaintet. Und das ist auch mega süß, ne? Also wirklich, ist von Diamond Art Club. Das Unboxing gibt es auch schon. Das ist mein drittletztes Video, glaube ich. Und es ist total schön. Es ist hier das Bild. Genau, und es war halt die Angabe, die Vorgabe, dass man ein Winterbild paintet mit einem Tier drauf. Und ja, ich finde die einfach so süß, ne? Wirklich. Oh, die Katze kommt auch total süß raus. Mit ihrem Schal und dem süßen Mützchen. Und der Hund, oh, ist das nicht süß? Ich liebe ja Hunde und Katzen und Pferde, aber Hunde und Katzen, oh ja, das passt einfach gut zusammen. Und schaut mal, wie gut der Druck ist. Also wie gut die Steine aussehen. Ja, total süß. Ja, ich musste jetzt ein bisschen nachholen. Habe ich aber gestern gemacht und ich weiß nicht, ob jetzt heute noch ein Bild kommt, gezogen wird oder morgen. Heute ist der 20. November. Keine Ahnung, wann jetzt nochmal das nächste Feld kommt, heute oder morgen. Ja. Genau, das ist das Bild, aber das kommt auch nicht mit in die Challenge, weil das ziehe ich ja, also das, daran painte ich ja jeden Tag, also jeden zweiten Tag oder jeden Tag, wenn ich was nachholen muss. Und da painte ich ja sowieso und ja, deswegen ziehe ich das natürlich auch nicht. Und achso, ich finde diese Ornamente total schön. Einmal hier und einmal hier. Ja, total schön. Ich liebe dieses Bild, das ist echt schön. Ja, total süß. So, und jetzt zeige ich euch noch zwei Bilder, die ich angefangen habe wegen der Kooperation. Und genau, einmal mit Diamond Painting Shop. Das ist dieses süße Bild hier. Und das haben sie mir ja, zur Verfügung gestellt als Kooperationsbild. Und ich wusste nicht, was für ein Bild kommt. Die haben gesagt, ein rundes Bild mit runden Steinen. Und ja, ich dachte, okay, mal gucken, was da jetzt ankommt. Ich hoffe, ich mag das Bild. Habe ich mir so gedacht. Und naja, ich habe es dann ausgepackt. Und dann war es einfach dieser Hund hier. Und ich hatte ja also einen Hund gehabt, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben, also 2017. Und ja, mit dem bin ich halt groß geworden so. Und ja, ich war einfach so gerührt irgendwie. Also als hätten die es gewusst und so. Ich habe denen nichts, also die wissen gar nichts davon, dass ich mit Hunden so zu tun habe und so. Ja, also, ich bin auch total zufrieden. Wie gesagt, es sind runde Steine. Eckige Steine sind natürlich noch mal ein bisschen, wie heißt das? Da kann man mehr sehen, wie die Qualität ist, weil eckige Steine ein bisschen zickiger sind, sage ich mal. Aber diese runden Steine hier sind auf jeden Fall top. Aber ich habe hier irgendwie so ein bisschen so Linien drin. Ja, auch nicht ganz gerade gesetzt, ne? Ah, ja, ja. Aber schaut mal, wie schön die Steine sind. Hier ist auch voll viel Konfetti drin gewesen, das sieht man gar nicht. Also hier in dem Laubhaufen.
Und ja, ist das nicht süß? Ich find's toll. Ja. Und ich möchte noch einen VIP und Chat irgendwann drehen. Ja, und dann möchte ich ein bisschen von meinem Hund erzählen und Bilder einblenden. Also wenn ihr mögt, schaut dann da gerne rein, aber es dauert eventuell noch. Weil, ja, der Umzug ist jetzt zwar vorbei, aber ich helfe auch trotzdem immer noch so ein bisschen mit beim Auspacken. Und ja, ich zocke auch viel im Moment, weil ja Phasmophobia rausgekommen ist, dieses Geisterspiel. Und also auf der Konsole ist das rausgekommen, das gibt es schon lange auf PC, aber ja, auf Konsole. Und ich spiele das im Moment ganz oft, wenn ich nicht gerade dann helfe oder so, oder painte, aber ja, ich habe halt irgendwie dann nicht mehr so viel Zeit gerade zum Painten, aber ich hoffe, das ändert sich jetzt im November, Dezember, bin gespannt. Ja, und das letzte Bild ist von der Firma Fallon Gems. Und zwar dieses schöne Bild hier. Das habe ich auch angeboxt. Schaut da auch gerne vorbei unter meinen letzten Videos. Und ja, das ist mit eckigen Steinen. Ich habe es mir ausgesucht. Und es ist total schön. Schaut mal, wie schön. Hier war richtig viel Konfetti drin im Rahmen. Guckt mal, wie viele unterschiedliche Farben das sind. Sogar hier, das Rosa hat zwei verschiedene Farben. Und ja, also ich bin total begeistert. Wirklich, also die Qualität ist der Hammer. Und ja, ich hatte gesagt, dass es Acrylsteine sind, aber ich glaube, das sind Hartsteine, weil ich habe die Premium-Variante gewählt. Man kann da auswählen, ob man den abgesteppten Wellenrand haben möchte oder die normale Leinwand sozusagen. Und ich glaube, bei dem Premium-Kit sind Hartsteine bei, aber ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall sind die Motive toll, weil die Firma wirbt halt damit, dass Diamond Painting gegen Stress, Ängste, Panik und alle anderen psychischen Krankheiten. Ja, und man kann einfach entspannen sozusagen dadurch und einfach seine Sorgen vergessen und so. Ich finde das irgendwie total süß und es gibt halt voll die coolen Bilder auf der Seite. Zum Beispiel hier steht jetzt drauf, verschriebenes Serotonin ist völlig in Ordnung oder irgendwie so. Perfectly fine. Also ist okay, in Ordnung. Und dann sind halt hier ja die kleinen, der Blister mit den kleinen süßen Tabletten und die haben einfach, ja, Gesichter. Und das ist einfach voll meins. Und es gibt noch viel, viel mehr witzige und süße Bilder auf der Seite. Schaut da gerne vorbei. Ja. So, meine Lieben, das wollte ich euch natürlich auch noch zeigen. Und zwar Little Treasures von Finira. Genau, dieses süße Mädchen hier habe ich auch ein Unboxing zu gemacht. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Also so sieht sie aus. Unglaublich süß. Hier ist das Bild. Ja, und da, das painte ich am Tisch, weil es sehr groß ist. Und schaut mal. Wie schön. Einfach die Farben. Voll meins. Ja, ignoriert diesen hässlichen Rand hier bitte. ja, richtig schön. Die Qualität ist toll. Hier fehlt das A bei Finira, aber ist ja egal. Ja, das ist das Bild mit dem Namen D. Also ich werde es D nennen, sozusagen. Also ja, das habe ich auch noch gepaintet. Ich wollte eigentlich erst ein 7 Tage 7 Bilder drehen,
aber habe mich dann doch dagegen entschieden und deswegen habe ich schon angefangen. Ja, aber das ist das Bild und ich finde es mega süß. Ja, damit gehen wir jetzt zur Auslosung, sage ich mal. Das sind meine Bilder, an denen ich gepaintet habe. Und ja, ich würde sagen, wir ziehen jetzt, ne? Ja, diesen Monat kann ich leider keinen Stempel mehr vergeben, denn ja, ich habe gesündigt und ich habe viele Bilder angefangen. Ich bin wieder da, ich habe das Bild gefunden. Ich habe es nicht gefunden erst, also das eine, das Mystery habe ich irgendwie nicht gefunden. Aber ich habe es jetzt. Ja, also, das hier ist das Bild von der Kooperation, also das Waschbärbild von DP Clubs, glaube ich. Ja, ist auch schön, also und auch nicht so groß, ne? Ja, ich könnte das eigentlich schaffen, also wenn ich mich dranhänge. Hier ist irgendwie so ein roter Punkt, finde ich jetzt nicht so cool, den werde ich noch austauschen. Ja, ich painte nämlich erst immer so, wie es gehört und dann gucke ich, ob mir irgendwas nicht gefällt. Ja, aber das ist das Bild aus der einen Kooperation und es ist total süß, ist dieser Waschbär hier. Ja, das ist Nummer 40. So, und dann, oh ja, da freue ich mich auch drauf. Das ist einmal die Rosalie von Teeny Schnickschnack, dieser kleine süße Frosch. Das Bild habe ich angefangen bei 7 Tage, 7 Bilder. Frag mich jetzt nicht, was für ein Tag das war. Wobei doch, kann sein, dass es sogar der Montag war. Das erste Bild. Ja, auch wunderschön die Qualität. Und ich finde den einfach wirklich, wirklich süß. Ja, total süß, die kleine Rosalie. Ja, die werde ich bestimmt auch painten. Ja, also ich zeige euch jetzt das Mystery und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann könnt ihr jetzt abschalten. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und bleibt gesund, habt euch lieb und dann bis zum nächsten Video. Und für alle anderen, ich zeige euch jetzt das Bild. Das Bild ist von Diamond Art Club, Mystery Kit 58, ja, Animals Whimsical. So, das Bild ist das hier. Das habe ich mit Sunny Jo angefangen, also mit meiner Freundin Sunny, heißt hier auf YouTube Sunny Jo. So, und ja, ich bin da schon ziemlich weit, weil ich habe hier oben noch eine ganze Reihe. Sie hat oben angefangen und ich habe unten angefangen. Und das habe ich immer gepaintet, wenn sie bei mir war oder ich bei ihr war. Und auch ja, die Qualität ist auch der Hammer, ne? Also das ist wirklich 1A. Also das ist echt das beste Diamond Art Club Bild, was ich bisher in den Fingern hatte. Ja, also das ist echt wirklich toll. Steine, es ist auch einmal, es sind auch diese neuen Steine, ne? Die so ein heftigen Schliff haben und dass sich so, also so heftig anfühlt, wie soll ich sagen. Nicht mehr so glatt, sondern so, ja, aber das ist total schön rüber zu fassen, ne? Oh. Ja, mal schauen, ob ich das weiter painte oder ob ich das erst painte, wenn wir vielleicht wieder irgendwie zusammen sind. Ich weiß es noch nicht. Wir haben ja auch das andere, was ich vorhin gezeigt habe, das mit dem Elefanten, haben wir jetzt ja auch zusammen angefangen. Ja, mal sehen, mal gucken. Aber ja, das war's mit meinem Bilderlotto für November. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Liebe da, auch gerne einen Kommentar, würde ich mich darüber freuen. Ich antworte auch, aber auch, also ich antworte nicht immer direkt. Also wenn viel los ist, antworte ich nicht direkt, aber ich antworte auf jeden Fall. Und ja, ich würde mich sehr freuen, auch über einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja.
auch gerne ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Ich würde mich auch darüber sehr freuen. Ich habe fast die 1000 Abonnenten. Mit eurer Hilfe schaffe ich zu den 1000 Abonnenten. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Und ja, ist natürlich kostenlos. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, habt euch lieb und sage damit Bye-bye.